den Wald wirtschaftlich zu nutzen und Natur zu bewahren, das funktioniert. Das heißt, ich kann guten Gewissens Holz machen. Durch die steilen Lagen setze ich Waldbau mit Maschinen, vor allem mit Seilkran um. Dann zeichne ich vorher aus, bastel mir einen strukturreichen, stabilen Bestand zusammen, schaue, wo ich eben Naturverjüngung fördern kann, wo ich Löcher brauche oder Lücken. Waldbau im Gebirge braucht man vor allem, um einen strukturreichen, gesunden Bergmischwald entweder zu erhalten oder wiederherzustellen.